von Terre di Talamo, der Tempo Reserva, Morellino di Scanzano, was nichts anderes ist als Sangiovese. Sangiovese, was viele ja auch nicht wissen. Und deswegen ein bisschen irritiert sind. Sangiovese hat viele Namen in Italien. Richtig, gerade jetzt hier in dem Fall Morellino Scanzano. Das ist einfach in der Maremma, also Tuscanische Küste, wird Sangiovese in der Gegend um Scanzano eben Morellino genannt. Okay, also sind die auch in der Maremma? Genau, an der schönen toskanischen Küste, das früher mal Sumpfland war und Malaria verseucht. Nur so ein kleiner Einwand, was aber trockengelegt wurde und seitdem praktisch ein absolut boomendes Urlaubsziel natürlich auch ist. Ja, nicht nur boomendes Urlaubsziel, sondern da kommen auch sehr gute Weine her. Die besten genau. Weine aus Italien her. Das Weingut Terre di Talamo gehört der Familie Bacci, denen auch Castello di Bossi im Chianti gehört, was sie auch im Angebot haben mit der herausragenden Chianti Reserva. Aber auch gehört ihnen noch ein Weingut im Montalcino, das Weingut Renieri mit dem hochdekorierten Brunello und der Brunello Reserva. Was sagt uns die Farbe über den Wein? Das sind 2006er jetzt, also schon eine gewisse Reife, aber der aktuelle auf dem Markt erhältliche Jahrgang. Man sieht hier ein schönes Rubinrot, aber schon so ganz zarten Reiferand, ja, so genau. Ganz beginnend, nicht stark, aber beginnend schon. Man sieht den gereiften Wein schon raus ein bisschen. Genau, ne? Und die Nase wunderbar entwickelt. Sangiovese in Reinkultur, ja, wir haben hier wirklich diese sehr schöne bärige Noten. Wir haben hier Heidelbeeren, Kirschen, ein bisschen Schlee dazu. Dann haben wir, was ich sehr schön finde, diese rauchigen Noten, so ein bisschen Myrrhe, Rauch, Kakaonoten, das Kaffee. Aber alles sehr dezent, die Frucht ist immer noch sehr, sehr schön da. So ganz zarte, balsamische, ledrige Noten. Und die Reife, die merkt man auch richtig. Pfeffrig, Wacholder, also wirklich so wunderschön, typisch für Sangiovese. Sehr balanciert, sehr elegante Nase mit einer noch stark dominanten Frucht. Das heißt, die Frucht ist und die Würze steht über den Holznoten. Und am Gaumen wunderbar elegant, sehr saftig, was dann schon wieder sein muss. Es muss eine gewisse animierende frische Säure da sein. Er ist sehr voll, sehr, sehr samtig. Ja. Und was mir sehr gut gefällt, ist dieses Spiel von dieser Säure, der warmen Frucht und den ganz weichen Gerbstoffen. Ja. Das ist wirklich wunderschön balanciert. Zarte Holznote am Gaumen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Sangiovese gehört ja zu meinen Lieblingsrebsorten, wenn sie richtig gut gemacht ist. Das ist in dem Falle ja wohl passiert. Der Wein hat ja auch von Robert Parker Punkte bekommen. Da waren es 91, ne? Und wie viele Punkte hast du ihm gegeben? Ich habe mit 92 Punkten bewertet und lagerfähig bis Ende 2018, 2019 ist er noch. Also der hat wirklich ein sehr gutes Reifepotenzial. Wunderbar. Vielleicht noch irgendwelche Anmerkungen, was für eine Speise du empfehlen würdest? Da geht von Rinderbraten über Lamm, über Wild eigentlich ziemlich viel. Weil diese Reife, die hat eben nicht was ganz dominantes, kräftiges braucht, sondern auch mit einem normalen, sag ich mal, kurzgebratenen Steak aus der Pfanne wunderbar harmoniert, aber auch zu Ratatouille etc. Okay, also Morellino di Scanzano, auch Sangiovese genannt, Tempo Reserva, auf alle Fälle einer, den wir Ihnen empfehlen können.